Da sind wir wieder bei Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor und... Wartet. Musste kurz mal... Warte, wo war denn überhaupt unsere Liga? Wir sind ja jetzt in der ersten Liga. Ach, hier ist Samum. Aber was ich sagen wollte... Mein Kabel war gerade unterm Tisch. Und das ist jetzt die... die Vorproduktion für meinen Urlaub. Denn, ja, ich werde im Urlaub sein, ich glaube, 14. war das. Vom 14. bis zum 26. ungefähr. Ja. Und da muss ich ein bisschen vorproduzieren. Naja, wir machen weiter. Hey Bomber, wie geht es dir? Ich hätte ihn Bomber Junior nennen sollen, Mann. Ich habe einige hochinteressante Dinge herausgefunden. Hast du schon einmal etwas über die 7 Mysterien der Arena gehört? Über diese Arena kursieren viele Gerüchte, aber einige sind besonders rätselhaft. Diese 7 Mysterien. Mich hat das brennend interessiert, also habe ich mich hier etwas umgesehen. Was meinst du? Möchtest du etwas über die 7 Mysterien hören? Okay. Hey, was interessiert dich denn? Geflickte Wand, menschenfressende Toilette, rätselhafte Treppe, Geisterzimmer, seltsames Leuchten im Ring, spurlos verschwunden, Klobon und Totskova. Also ich finde die menschenfressende Toilette schon sehr interessant. Irgendwo in der Arena soll es eine Toilette geben, die Menschen frisst. Wem das jemals passiert ist, vermeide es, tun nicht, das ein zweites Mal zu erleben. Nein, ich will noch eine zweite hören, nämlich von Bomber, von Klobon und Totskova. Was mir aufgefallen ist, für einen über 60-Jährigen ist Klobon noch ziemlich knackig. Er muss ein ungeheuer gutes Trainingsprogramm haben. Und über Totskova kursiert auch ein seltsames Gerücht. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie plötzlich. Ein Kämpfer hat mal beobachtet, wie sie zur Toilette gegangen ist und sie soll ewig nicht wieder herausgekommen sein. Was? Viel verdächtiger ist, die Toilette so lange zu beobachten? Ja, hundertprozentig. Wir müssen einfach mit den Kämpfen weitermachen. Wir haben ja jetzt unseren kleinen, Dino, Bomber. Ich hätte ihn Bomber Junior nennen sollen. Oh Mann, das nervt. Ärgert mich jetzt irgendwie. Egal, ich kann nichts dagegen tun. Hallo Bomber, ja. Der Gegner ist auf Rang 9, die Pickelkäfer. Keine BP gegen Pickelkäfer, ja, dann nehme ich einfach die Sternkraft. Pickelkäfer haben eine verdammt hohe Verteidigung, glaube ich. Deswegen müsste ich eigentlich BP verwenden, aber dann nehmen wir lieber unsere Sternkraft. Die Gegner im Kampf sind der Krawallgärtner Bomber Luigi und die stacheligen Sadisten, die Pickelkäfer. Also los, Mario, wir schaffen das. Also los, Bomber. Let's fight. Ich will mal Let's Play sagen, Let's fight, aber... Meh. Keine BP, das schaffe ich. Aber erstmal scannen wir die. Das ist ein roter Pickelkäfer. Besonders stark ist seine Verteidigung. Manche KP 5 Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Hm, eine harte Nuss. Verteidigung 4, seht ihr? Verteidigung 4, eine harte Nuss. Und er ist auch noch immun gegen Feuerattacken und Explosionen. Wenn du ihn umdrehst, sinkt seine Verteidigung allerdings auf 0. Wenn nur diese Stärke nicht wären, kann man denn da gar nichts machen? Doch, wir könnten ja auch einfach unser neues Teammitglied benutzen, aber... Ja, wirf uns BP zu. Dürfen wir eh nicht benutzen. Wir haben übrigens jetzt auch Paralyse, habe ich noch gar nicht gesagt. Stoppt und paralysiert alle Gegner für eine Weile. Ja. Wahrscheinlich werde ich das nie benutzen, aber... Nun gut. Wir müssen mindestens 5 schaffen. Oder 4 Linien, eher gesagt. Jetzt machen wir schon 3 Schaden, bis wir 5 Schaden machen. Okay, das sollte reichen. Da kriegen wir auch wieder 9 Sternpunkte. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. Klobons Stimme, ich habe das schon wieder vergessen. Elfmünzen, Mario steigt auf Rang 9. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich.
Wir haben auch nicht so viel KP und BP, ne? Ich gehe mal schlafen. Habe ich ganz vergessen vom letzten Fight. Vom letzten Kampf. Mit den Stahl-Kirks. Keine Ahnung, wie die hießen. Was kommt denn jetzt? Die Schattengang. Das Schattentrio kennen wir ja. Was ist denn die Schattengang? Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacken benutzen. Ja, okay. Also wenn die Schatten keine Stacheln haben, schaffe ich das. Was könnte denn die Schattengang sein? Ich glaube, ich weiß es. Bomber, dann kannst du gerne folgen mir. Mal gucken, bin ich richtig? Ja, Tatsache. Das sind Koopas. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Untergang. Ja, wir lassen uns hier mal zu siegen. Ja, ja. Bomber, wir machen die fertig. Let's play. Okay. Mal sehen. Ich werde erstmal den Schattenpaarer runterholen, deswegen scanne ich den zuerst. Das ist ein Schattenpaarer. Schattenpaarer sind geflügelte Schattenkoopers. Max KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ohne Flügel sind sie normale Schattenkoopers. Ihre Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst. Und sie haben eine Technik, mit der sie dich und deinen Partner zusammen angreifen. Am besten, du besiegst sie schnell, indem du sie auf den Rücken legst. Ja, hatte ich vor. Wir dürfen keine Hammerattacken eh benutzen, also... Okay, der liegt schon mal. Und dich habe ich gekontert. Oh, shit. Oh, aber den habe ich gekontert. Ich habe das Kontern irgendwie zum Lieben gelernt. So. Der zählt zwar als Schattenkooper, wird aber trotzdem noch mit den KP angezeigt. Das ist ein Schattenkooper. Er gehört zur Familie der Koopas. Max KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Anders als ein normaler Cooper greift er auch an, wenn du ihn umkippst. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Das ist also wirklich ein finsterer Typ. Besiege ihn lieber schnell. Ich darf eh nur Sprung benutzen, aber ich nehme den Power Downs. So. Fuck. Da bin ich zu spät. Ich hätte vielleicht... Nee, dann machen wir den erstmal fertig. Die waren irgendwie... Keine Ahnung, so schwer sind die nicht. Aber Gumbrina hat schon wieder 9 KP verloren, oder? Ne, 3. Hey, verguck dich, das ist 7 werden 1. So geht das. Da frage ich mich wirklich, wie diese Pickel... Diese... Wie hießen die nochmal? Die Käfer mit den Pickeln drauf. Wie die, die Koopas nicht schaffen. Mario, ich glaube, du hast schon wieder eine Mail bekommen. Ich frage mich nur, was das diesmal sein könnte. Das war der Mario Bros. 3 Soundtrack. Also wisst ihr doch, dass es von Mr. X ist. Geh in die Bar vor der Arena. Schon wieder von X. In die Bar sollen wir gehen. Wer dieser X wohl ist? Ich glaube, jetzt können wir auch nicht kämpfen. Kämpferbomber, du bist derzeit für den Kampf gesperrt. Was soll das denn bedeuten? Und das wohl auch das Werk von diesem X ist? Ja. Gut, dann gehen wir halt von der Bar. Jetzt wird es wenigstens mal ein bisschen interessanter. Nicht nur Kämpfe. Hoppla. Da bin ich aus Versehen ins Inventar gekommen. Ich wusste gar nicht, dass das mit dem Steuerkreuz geht. Wer bist du denn? Mein Sohn ist ganz begeistert von deinen Kämpfen. Und dein neuer Partner Bomber ist wirklich großartig. Ich gehöre zu deinen treuen ersten Fans. Ich hätte ihn Bomber Junior nennen sollen. Oh, hallo Bomber, du bist genauso stark wie Dark Toaster. Was? Oh, hallo Bomber, du bist genauso stark wie Dark Toaster. Wer ist Dark Toaster? Ha. Oh, guck mal, ein Plakat von uns. Warte, ich glaube, man konnte... Ich überlege kurz. Doch, man konnte das. Man konnte die Plakate wegwehen.
Nur unsers? Warum nur unsers? Hä? Komisch. Oh, guck mal. Hallo, mein süßer Mr. Schnauzer, du bist in der ersten Liga. Pass gut auf dich auf. Diese Arena kommt mir irgendwie verdächtig vor. Als Demon habe ich ein Gespür für sowas. Du solltest also besser vorsichtig sein. Okay. Nee, Da fehlt irgendwas. Aber warum konnten wir nur Marius ganz allein wegmachen? Wahrscheinlich sind die einfach nur fest programmiert. Badababa, 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 badababa. Ich möchte auf dich. Yay. Vor der Bar? Stand das vor der Bar? Oder in der Bar? Warte. Geh in die Bar. In die Bar. Okay, reden wir mal mit dem Ladenbesitzer. Oh, hallo Bomber, ich habe dich erwartet. Weißt du, gerade eben lag dieses Ding vor einem Brief. Mit einem Brief vor meiner Bar. In dem Brief stand, ich soll dir das überreichen, wenn du kommst. Bitteschön. Den habe ich hier ganz vergessen. Ein Superhammer erhalten. Hallo, ich bin Tetan. Ja, schön, dich mal wiederzusehen. Du hast den Superhammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit dem Hammer noch effektiver angreifen. Außerdem kannst du den Hammer jetzt auch anders benutzen. Hehehe, ich bin voll pervers. Hehehe. Üben wir es doch gleich mal. Es ist etwas schwierig, aber du wirst es schon meistern. Wenn du B gedrückt hältst und den Steuerkreuzklippe drehst, verdreht sich dein Körper. Wenn du B los... Lässt du B los, führst du einen Wirbelschlag aus. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Halte B gedrückt und drehe. Das Steuerkreuz lässt dann B los. Streng dich an. Wow. Da wird sich glatt rot im Gesicht. Super, das hast du toll gemacht. Möchtest du es noch einmal probieren? Bin perfekt. Sehr gut, du beherrschst den Wirbelschlag, also jetzt perfekt. Mit dem Wirbelschlag kannst du auch diese großen Blöcke zerstören. Natürlich kannst du den Wirbelschlag auch im Kampf benutzen. Also dann, bis bald. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Dankeschön. Das sieht ja aus wie das neueste Hammermodell. Ein wahres Prachtstück. Schau dir nur diesen eleganten Griff an. Man sagt, dieser Hammer sucht sich seinen Besitzer selbst aus. Bestimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan. Aber warum hat er es nur in der Bar abgegeben? Wenn es wirklich ein Fan von dir ist, hätte er ihn dir doch direkt geben können. Bomber, schon wieder eine Mail. Zerstöre den Block in der Garderobe der zweiten Liga, X. In der Garderobe der zweiten Liga? Den Block zerstören? Was es da wohl gibt? Okay. Machen wir das doch. Kurz auf den Timer schauen. Ja. Machen wir einfach mal weiter erstmal. Kann ich eigentlich auch durch Türen gehen, ohne dass ich absteigen muss? Nee, anscheinend nicht. So, wo war denn die zweite Liga überhaupt? Das ist die erste. Das ist die auf der anderen Seite. Du weißt also nicht, wer hier hereingekommen ist? So ist es, Totskova. Ich habe Geräusche gehört, die aus dem Zimmer kamen. Okay. Überlass das mir und geh zurück an deinen Platz. Und sprich mit niemand darüber. Ich habe das Gefühl, die Frauen haben bei mir immer die gleichen Stimmen. Du, was hast du denn hier verloren? Halte dich fern von Orten, an denen du nichts zu suchen hast. Merkwürdig hier. Irgendwas fällt hier vor. Du bist nicht die zweite Liga, aber du bist die zweite Liga. Warte mal. Das kenne ich noch. Da war was drin. Wie komme ich da hoch? Ja, Fortuna-Orden. Verdammt, was macht der Fortuna-Orden? Habe ich ganz vergessen. Mit Vorsicht geworden ist, wird jeglicher Schaden, den Mario erleidet, halbiert. Alles klar. Hier ist... Hä, wo ist denn die zweite Liga? Dies ist die Garderobe der zweiten Liga und wo Fuchs ist der Zutritt nicht gestattet. Okay,
Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.